Jawohl, hallo und herzlich willkommen zu dem Infovideo. Da verhäufig die Anfrage kam zu, kann ich mal mit dir Minecraft zocken oder kann ich mal mit dir im Let's Play sein oder diese ganzen Dinge, habe ich mir halt einige Gedanken gemacht. Ich habe ein bisschen, ja, recherchiert, ein bisschen überlegt, was könnte man machen. Denn das Ding ist, ich möchte eigentlich gerne den Kontakt auch zu euch haben, ja. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, weil auf meinem Kanal wirklich bis jetzt noch kein Kommentar unbeantwortet dagelassen wird. Also ihr bekommt auch jedes Mal eine Antwort von mir, wenn ihr irgendeinen Kommentar schreibt, was einfach cool ist. Und dadurch habe ich mir halt gedacht, dadurch, dass im Moment halt auch verhäufig Minecraft kommt und halt auch eigentlich viele Minecraft zocken und auch viele Abonnenten von mir Minecraft-Freunde sind, habe ich mir halt überlegt, werde ich einen Abonnenten-Community-Server machen. Das wird dann so ablaufen, ihr könnt euch dann quasi frei in der Welt bewegen. Ja, ihr könnt alles Mögliche machen, ihr könnt einfach irgendwo Freebuild machen, also einfach irgendwelche Gebäude einfach irgendwo hinsetzen, ja, und wenn ihr die soweit fertig habt, dann sagt ihr uns Bescheid, beziehungsweise mir erstmal, weil zu dem anderen komme ich später noch, sagt ihr mir Bescheid und dann werde ich dieses Gebäude protecten, sodass da halt nichts mehr mit passieren kann, theoretisch, sollte aber auch eigentlich nicht. Und dann habt ihr das Gebäude. Damit können wir quasi, sag ich mal so, zusammen eine richtig geile Stadt, eine richtig geile Welt kreieren. Ja, wenn wir lustig sind, können wir die ganzen Häuser noch mit Wegen verbinden, das alles schön gestalten, richtig cool machen. Und dann können wir halt alle zusammen was machen. Nur die einzigen Dinge, die ihr dafür befolgen müsst, sind, dass ihr auf jeden Fall den Teamspeak braucht und ihr müsst auf meinem Server connected sein, auf meinem Teamspeak-Server, damit wir halt auch miteinander kommunizieren, mal ein bisschen sprechen, mal ein bisschen Klönschnack betreiben und so weiter, dass wir halt uns auch so ein bisschen kennenlernen, denn gerade dadurch, dass das halt so ein bisschen freier halt auch gestaltet ist, ne, dass ich jetzt nicht sage, jeder kriegt ein Grundstück, ne, dass es dann halt, jeder hat seine Rechte, bla bla bla, ist das halt ein bisschen freier und deswegen möchte ich halt gerne, dass ihr mein Teamspeak kommt, dass wir dann halt untereinander uns halt besprechen können und halt auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was ändern können, so dies, das halt eben, was ziemlich cool halt ist. Ja, ihr müsst halt auf meinem Teamspeak connected sein, wenn ihr auf dem Server halt spielen möchtet. Ebenso, natürlich keine Hacks, keine Hacker, kein Cheaten oder so, sondern alles ganz normal. Und das Ganze ist natürlich auch originale Minecraft-Version, also kein Cracked oder so. Sorry an die Leute, die Cracked verwenden. Aber nein. Tut mir leid, geht nicht. Und ja, das Ding ist, dass ich einfach Lust habe, mit euch zusammen was zu kreieren. Ja, ich habe einfach unheimlich Lust, euch kennenzulernen, mit euch mal zu sprechen und so. Und auch einfach mal mit euch zusammen was zu bauen. Ich meine, das wäre mega geil, wenn wir da zusammen irgendwie eine richtig geile Stadt irgendwie zusammen bauen würden, oder? Was meinst du? Das wäre auch geil, oder? Ich meine, dann könnten wir wirklich das nachher sowieso nur ausbauen mit mehreren Welten, diesen ganzen Kram. Aber lass uns erstmal langsam ein bisschen anfangen damit, weil wirklich viele halt danach gefragt haben, ob sie nicht mehr spielen können und so. Und deswegen habe ich dann halt mir Gedanken darüber gemacht. Und jetzt sind sie hier, jetzt stelle ich sie euch gerade vor. Das Ding ist jetzt nur, ich würde euch sehr gerne dazu bitten, auf meiner Homepage, den Link werdet ihr auch in der Beschreibung finden, werde ich eine Umfrage starten, ja. Entweder könnt ihr in diesen Post gehen, den ich verlinken werde, oder an der rechten Seite befindet sich so eine kleine Box, da steht Umfrage Abonnenten Minecraft Projekt. Da einfach mal mitmachen, so dass ich ungefähr weiß, wie viele Leute mitmachen möchten, wie viele Leute Interesse daran haben. Und damit ich halt auch weiß, wie viele Slots und wie groß der Server nachher werden soll, so um und bei, so circa, weißt du? So, und das zweite Ding ist, natürlich kann ich das alles nicht alleine wuppen, sag ich mal, ja? Deswegen suche ich noch ein paar fleißige Helfer, beziehungsweise einen Server-Admin, der
ja, oder Serveradministration oder Administrator, der mir quasi der eine meine rechte und der andere meine linke Hand ist, denn ich kann nicht immer ganzen Tag halt da sein, deswegen wäre das cool, wenn halt auch ein paar andere Leute da sind, die auf die entsprechenden Rechte haben, auf die ich mich aber allerdings auch verlassen kann, ja. Das ist das große Aber. Ich muss mich auf die Leute verlassen können oder auf dich, wenn du es sein möchtest. Und ebenso ein Supporter, der halt mal da sein kann, wenn irgendwas sein sollte. Ja. Deswegen, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach in dem Post kommentieren oder mir halt auf Facebook eine Nachricht schreiben etc. Also ihr wisst ja die Wege, um mich zu kontaktieren. Ja, und ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, ich freue mich, euch auf jeden Fall denn im Projekt irgendwie begrüßen zu dürfen natürlich und natürlich auch auf dem Teamspeak und so. Und es wäre wirklich eine geile Sache, wenn wir das so ein bisschen ins Rollen bekommen. Ich weiß, ich hatte früher schon mal einen Server aufgebaut, wo ich wirklich lang mit einigen Jungs gearbeitet habe, das aber eigentlich ein bisschen blöd gelaufen ist. Dadurch, dass wir Grundstücke gebaut haben, dann Protection, dann gingen irgendwelche Plugins nicht und so. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, machen wir das einfach Freebuild. Jeder darf machen, was er möchte. Eins habe ich aber allerdings noch vergessen. Wenn ihr PvP machen wollt, ja, also wenn ihr gegeneinander kämpfen wollt oder so, könnt ihr das gerne machen. Ja, dafür ist natürlich auch das Gute, dass wir alle im Teamspeak uns dann befinden, weil wenn das jemand nicht möchte, kann er das sagen. Ja, das heißt jetzt nicht automatisch, ich darf jeden schlagen oder jeder darf mich schlagen. Wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann ist vorbei, dann schlagt ihr mich nicht, dann müsst ihr das mit jemand anderen vereinbaren. Fragt er, hier Kollege, sollen wir PvP nebenbei noch machen, um das vielleicht ein bisschen lustiger zu machen? Der ist damit einverstanden, kein Problem. Nur sollte es dann nachher zu Komplikationen führen, dann werden wir das natürlich ein bisschen unterbinden oder beobachten. Und ansonsten, genau, das Haus, was ihr gebaut habt, ist natürlich safe. Da kann euch keiner irgendwie schlagen. Wenn das jemand tut, dann gibt es natürlich auch Konsequenzen auf den Server, weil dadurch, dass es halt alles frei zur Verfügung ist, beziehungsweise alles frei gehandhabt ist, ohne irgendwelche Sicherheitsplugins oder sonstiges, wir werden da natürlich auch unheimlich große oder unheimlich krasse Regeln herrschen, beziehungsweise wir werden da wirklich gut nachgucken, dass das halt alles vernünftig läuft, ne? Denn ansonsten wäre das halt ein bisschen blöd. Und auf jeden Fall würde ich mich halt freuen, wenn ich euch begrüßen dürfte. Bitte macht bei der Umfrage mit, damit ich weiß, dass ich dann halt in den nächsten Tagen dann irgendwie den Server mal bestellen kann, beziehungsweise dass ich den einrichten kann und damit wir dann halt auch so schnell wie es geht eigentlich damit starten können. Das wäre ganz cool. Und und dann einfach da mitmachen ganz kurz, ne? Einfach ja, nein oder könnte was werden klicken vielleicht. Und und dann begrüße ich euch ganz herzlich dann auf dem Server und lasst uns einfach eine Menge Spaß haben, weil dann können wir auch sagen, we are one, Freunde, ne? Weil wir dann alle zusammen irgendwas machen. Also, haut rein, seid dabei, verpasst es nicht, schickt es auch ein bisschen weiter an Freunde, die vielleicht noch mitmachen möchten, die vielleicht Interesse dran haben, wäre ganz cool. Und ansonsten, haut ihr rein und bis dahin, adios, ciao, ciao.